Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zur ersten Talkrunde in Minecraft Desperado. Wir sind hier gerade bei einer tollen Schmiede, in der noch nicht wirklich was drin ist. Die sah auch von Anfang an anders aus. Das habt ihr vielleicht schon in einem Video gesehen, wie sie am Anfang mal irgendwann aussah. Auf jeden Fall habe ich die jetzt so ein bisschen umgebaut und weil ihr sich gewünscht wurde, das sage ich euch gleich alles, dass ich mal die Stadt zeige, mache ich das jetzt einfach mal. Obwohl das schon fast jeder gemacht hat, aber ich kann es trotzdem noch einmal machen. Und auf jeden Fall steht da erstmal die nette Hiyori. Und meine Schmiede sieht bisher so aus. Ist ein bisschen größeres Haus. Jemand hat auch schon gemeint, das passt noch nicht so wirklich in den Western-Stil. Vor allem wegen diesen Steinen da wahrscheinlich und wegen dem Dach. Aber das werde ich dann am Ende noch anpassen. Hier, die Hiyori hat mir auch noch angeboten, dass sie dann mithilft, das irgendwie westernartiger zu gestalten. Aber so sieht sie erstmal aus. Da hat man hier, den hat GLP sogar schon angezeigt hier, dass man hier trinken kann, oder hat meine Schmiede einfach ausgelassen. Und ab dem Zeitpunkt wusste ich, ja, okay, meine Schmiede ist hässlich. Da war sie aber noch nicht fertig. Ich hatte sie einmal fertig gebaut, aber da war sie mir zu klein und deswegen habe ich sie jetzt nochmal alles abgerissen und nochmal neu gebaut. Auf jeden Fall kennt man aus GLPs Video das hier schon mal. Das ist auch noch stehen geblieben. So, und dann kann man hier nämlich so reingehen in die Schmiede. Sieht da halt so ein paar Wertgegenstände. Die kann man sogar da raus, nehme hier so ein geiler Diamant, aber den packen wir einfach schnell wieder rein. Genau, und dann soll hier quasi der Ofen hinkommen, hier so. Ja, halt dieses Ding, wo ich dann dran arbeite, da kommt dann so Lava rein und dann arbeite ich hier, dann habe ich hier meine Werkbänke zum Arbeiten. Ja, das müssen 7 Stück sein, weil ich kann nur mit 7 Stück richtig gut arbeiten. So ist das. Und das wird hier auf jeden Fall alles noch schön. Ich wollte erstmal nur die Umrisse machen, bevor ich mich hier einrichte. Dann kommt hier unten nämlich einfach die Schmiede hin. Und oben halt, wo ich wohnen kann. Deswegen sieht das auch ein bisschen wohnhausmäßig aus. Aber ich muss nochmal gucken, wie ich das anpasse. Wenn ihr irgendwie Vorstellungen habt, wie ich die Schmiede noch anpassen könnte, dann könnt ihr das auch gerne über Twitter schreiben. Oder wenn ihr es könnt, auch irgendwie in den Kommentaren. Und genau, ich wollte die Stadt zeigen. Auf jeden Fall. Wir fangen einfach mal ganz rechts an. Hier, warum hier so viele Kakteen sind, das ist deswegen, weil derjenige, der da einziehen wollte, ich glaube, das ist der DVMC oder sowas, der wollte hier erst einziehen und hat da sich erstmal ein paar Kakteen dahingestellt. Oh Gott. Damit er da auch sicher... Ah, der hat sogar doppelt getroffen, nice. Damit er sicher bauen kann. Aber ich habe ihn weggeschickt, weil hier gerne der Schlübbi hin wollte. Der gute alte Schlübbi, der auch in der ersten Folge bei mir war, da drin war. Genau, und deswegen, das muss irgendwie noch abgerissen werden. Die kommen auf jeden Fall noch weg. Und dann gehen wir hier... Oh, da baut auch schon wieder jemand. Auf jeden Fall hat jemand seine Kissen dahingestellt. Okay, das weiß ich auch noch nicht. Okay, egal. Hier baut auf jeden Fall dieser DVMC. Ich weiß nicht, ob das der richtige Name ist. Ich habe auf jeden Fall den gerade im Kopf. Er hat auch hier nirgendwo ein Schild dran gemacht. Und ja, ist noch nicht wirklich viel drin. Aber immerhin steht schon mal das Haus. Ja, gehen wir weiter zu Hiyoris Haus. Das finde ich eigentlich ganz cool. Das ist... eine Bibliothek, wie man hier schön sieht. Hat es eigentlich was im Briefkasten? Nö. Dann packen wir da doch mal was rein. Hier. Bitteschön. Ha! Und ja, das ist eigentlich ganz hübsch. Vor allem diese Seiten hier, außer da oben vielleicht. Das könnte man noch anpassen. Das muss ich auch noch irgendwie rausbekommen. Wie man überhaupt diese schrägen Dinger macht. Das weiß ich nämlich noch nicht. Ja, hallo Hiyori. Ich stelle gerade deine Bibliothek vor. Und... die quengelt halt die ganze Zeit um Leder, weil sie ganz viele Bücher braucht. Und dann bringe ich ihr ab und zu mal immer was. Und dafür gibt sie mir dann immer Eisen. Genau, kann man sich hier noch schön hinsetzen und den auf Leute warten. Ja, wenn mal irgendjemand Bücher lesen will, ich bin gleich tot. Das sollte ich nicht allzu oft machen. Und was ich richtig cool finde, hier hinten könnte eigentlich noch richtig guten Geheimgang hin. Ach, hat sie sogar. Oho, was ist denn da unten? Da war ich ja noch nie drin. Okay, noch nichts. Aber genau das habe ich mir nicht schon gedacht. Als ich hier neulich drin war, dass man hier perfekten Geheimgang machen könnte. Und den hat sie jetzt sogar gemacht. Ja, finde ich nice. Wie dich da ist. Wie setzt man sich am Möbel? Rechtsklick. So. Okay, haben wir schon wieder geholfen. Hat sogar ein Bettchen. Okay, dann brauche ich ja nicht mal einzugeben. Dann kam hier hinten sogar noch so schön raus. Das finde ich auch richtig cool. Vor allem fürs PvP-Event. Das wird... garantiert eine tolle Sache. So, warum hier diese Schicken drin sind, habe ich keine Ahnung, aber ist ja auch egal. Oh Gott, ich kann nicht mehr laufen. Nein. Dann haben wir hier mal ein schönes Pferd, das D-Pferd. Dazu gibt es auch noch eine Story, warum es D heißt. Auf jeden Fall, wenn ihr die Delay-Folge gesehen habt, die vorgestern rauskam, da bin ich ja mit diesem Pferd weggegaloppiert, am Ende fast.
Und ja, das ist mein Pferd. Das ist mein Pferd. Ich bin hier nicht der Pferdedieb. Wenn ihr das mitbekommen habt, es wurden ja ganz viele Pferde irgendwie geklaut oder getötet. Weiß ich nicht. Also von GLP, von Wesley und von Superzocki. Aber das ist meins. Und das heißt einfach nur D, weil ich angegriffen wurde, während ich es benennen wollte. Beziehungsweise ich habe es gerade gezähmt gehabt, dann kamen ein paar Zombies und dann war ich im Stress und habe einfach nur D geschrieben, weil ich ausweichen wollte. Und jetzt heißt es halt D. Bleib bloß weg von meinem D. Das ist mein D. Und es ist leider nur ein Wild Horse, weil ich noch keinen richtigen Sattel gefunden hatte. Genau, dann haben wir hier irgendwie so ein komisches Kaktushaus. Da sind auch nur Kakteen drin, mehr ist da nicht. Keine Ahnung, wofür das ist. Vielleicht um Tequila zu brennen oder sowas, keine Ahnung. Dann haben wir hier halt den Stall, wo eigentlich mal ganz, ganz viele Pferde drin waren. Guck mal, hier ist auch schon wieder offen. Warum ist denn hier offen? Sehr merkwürdig. Ich glaube auch, diese Hühnchen haben irgendwas vor. Die sind hier überall in der Stadt. Ich weiß ja nicht, ich weiß ja nicht. Und auf jeden Fall, hier ist überall offen. Okay, hier will irgendjemand, dass man keine Pferde mehr hat. Aber solange mein Pferd noch da ist, ist alles okay. Allerdings habe ich mein Pferd auch erst, nachdem die ganzen anderen Pferde gestohlen worden sind, mir geholt. Na gut, mal gucken, wie lange es noch da bleibt. So, was haben wir denn hier? Hier haben wir, ey Aaron, der kleine Imker. Ich glaube, die Imkerei ist unten. Genau, dann hat er hier so kleine Imk-Dinger mit ganz viel Bienen drin, die man zum Glück nicht hört. Ich hasse Bienen. Aber ist auch ganz schön. Ich habe keine Ahnung, was man mit diesen Bienenstöckern machen kann. Aber gut, schön, dass es sowas auf jeden Fall gibt. Und so einen will ich auch noch haben. Ich habe aber keine Ahnung, wie man die macht. Aus irgend so einem Crafting Clay, aber ich weiß nicht, wo man den herbekommt. Ja, könnte auf jeden Fall auch noch ein bisschen mehr drin sein, aber ist eigentlich ganz schön. So, das war Aaron. Ich glaube, der ist auch noch nicht so lange da. Und hier, von dem Mexikaner. Von Pablo. Da gehen sogar beide Türen auf einmal auf. Das finde ich richtig cool eingerichtet. Und die haben alle dieses Ding. Ich will das auch, aber egal. Ich habe ja eh noch keine Einrichtung, von daher brauche ich das noch nicht so dringend. Hier auf jeden Fall die Tequila-Flasche daneben, neben dem Bett, so wie es sich gehört. So, ansonsten haben wir hier noch ein nicht fertiges Haus. Ich habe keine Ahnung, wem das gehört. Ist das Kedos? Kann sein, dass der Kedos baut. Aber gut, Kedos ist leider auch nicht so oft da. Das hier gehört, glaube ich, Odin Akayesus. Steht leider auch nichts dran. Ich glaube, der hat auch noch nicht so viel. Nee. Naja, kann man auch noch ein bisschen ausbauen auf jeden Fall. Aber ein Bett hat er immerhin. Ich habe nämlich noch kein Bett. Wenn ich sterbe, dann starte ich immer am Anfang und muss erstmal den ganzen Weg wieder laufen. Hier, das finde ich auch richtig cool. Dieses Haus. Das ist nämlich von Nestflo und Blockler? Blockler. Komischer Name heißt er, glaube ich. Ich nehme hier, kann man schön essen. Auch wenn ich hier noch nie gegessen habe, aber man könnte hier essen. Und mit schöner Klingel, die sogar funktioniert. Das finde ich auch richtig geil. Das kann ich den ganzen Tag machen. Aber, wenn wir jetzt nämlich nach oben. Was haben wir denn hier? Aha. Aha. Okay, man kann eine. Oh, da kam. Oh, okay, hab nichts gesehen. Hab nichts gesehen. Ich bin da nicht reingegangen. Wieso war die nicht gesichert? Cool, so ein kleines Lager. Das sollte man vielleicht noch irgendwie abschließen. Aber okay. Aber man kann hier einfach hochgehen. Ah, hier haben sie auch neue Stühle getan. Ich glaube, die waren neulich noch nicht da. Und dann ist hier nämlich richtig gewieft eine Geheimtür. Geil, oder? Fürs PvP-Event auf jeden Fall sehr cool. Die Betten sind komischerweise getrennt. Obwohl die sich ganz innig lieben. Ich verstehe das auch nicht so recht, aber okay. So, das war das Gasthaus. Was haben wir hier? Super Zocki, da war ich auch noch nicht drin. Ist eigentlich ganz schön, mal die ganze Stadt so anzugucken. Was er hier von Beruf ist, weiß ich gar nicht. Oh, so eine Uhr wird mich ja übelst nerven, wenn die ganze Zeit dieses Tick-Tack macht. Aber okay. Schriftsteller oder was? Oder Weinbrenner kann auch gut sein. Auf jeden Fall. Guck mal, die haben alle irgendwie einen Weg zu ihrem Dach gebaut. Die denken alle so ans PvP-Event. Das sollte ich vielleicht auch nochmal machen. Wäre auf jeden Fall besser. Hoffentlich gehen die zu, ja. Ja gut. Was hat er für einen Beruf? Ich weiß das gar nicht, was Superzocki will. Okay, also der hat auch noch nicht so viel. Aber sieht. Was hat das denn? Hä, hier kommt man hoch? Warum das denn? Was ist denn da? What? Da ist ja keine Leiter. Warum glitscht man da so hoch? Okay, sehr interessant. Egal. Muss ich mal fragen, was das ist. Was haben wir sonst noch? Hier haben wir den Saftladen, wo niemand ist, weil Superzocki nie online ist.
der Blödmann. Und wenn er online ist, dann habe ich keine Gold Nuggets dabei. Das hier ist, glaube ich, auch von Nestflo und Blockler. Das ist deren Wohnhütte. Soweit ich weiß. Und das daneben ist halt ihr Gasthaus. Steht das hier vielleicht irgendwo? Herr Zone. Ach, das ist... Lol. Ach, hier wohnt Kedos. Okay. Herr Zone, Sie benötigen dringend einen Briefkasten. Was haben Sie denen geschenkt? Aha, die KBL-Eröffnung. So, so. Sehr interessant, sehr, sehr, sehr interessant. Dieser Block sieht irgendwie hässlich aus, aber okay. Kann man so lassen. Was haben wir hier? Von wem ist das vor allem? Eine kleine Regalo von Pablo. Aha. Ich habe keine Ahnung, von wem das hier ist. Aber, ja. Ist auf jeden Fall auch ein Haus. Ich weiß das gar nicht. Ist auf jeden Fall recht hübsch, ja doch. Gibt auf jeden Fall hässigeres, wie zum Beispiel das nächste Haus von Herrn Verzögerung. Von Herrn Verzögerung, den Delay. Oh, sein Kuchen ist weg, er hatte hier einen Kuchen. Shit, ich dachte, ich könnte jetzt davon ein bisschen naschen. Nein, jetzt muss ich verhungern. Ich verhungere halt gleich wirklich. Das ist ein bisschen schlecht. Auf jeden Fall sind da hinten noch zwei Pferde. Eins müsste Hoyo sein, genau. Da ist Hoyo. Und hier ist ganz viel Treib... Ist das Treibsand? Nee. Und das Pferd von Herr Bergmann ist auch noch da. Er hatte aber zwei Pferde. Sein zweites Pferd ist mir leider in meiner ersten Folge gestorben. Das tut mir auch ein bisschen leid. Hände weg von meinem Pferd, sonst wird scharf geschossen. Oha, oha, Herr Verzögerung. Oha, oha. Ich glaube ja nicht, dass er schießen würde. Ja, auf jeden Fall ist hier die Redaktion von The Future, von dem Herrn Bergmann. Hat sich auch ganz viele Folgen nichts mehr getan, aber muss ja auch nicht. Wenn das Haus steht, dann ist ja gut. So, oh Gott. Wie viele Häuser hier schon sind? Und es ist gerade mal ein Drittel der Leute, die auf diesen Server kommen können, überhaupt drauf. Ist schon krass. Hier kann man auf jeden Fall wieder trinken. Wow, das sieht ja genauso aus wie das, was ich gebaut habe. Oh nein, ich habe es nachgemacht. Eigentlich nicht, aber fällt mir gerade auf, dass es genauso aussieht. Auf jeden Fall, hier kann man immer schön essen. Oh, Essen. Ja, Essen ist gerade gut. Warte. Ja, Essen. Ich mag Essen. Au. Oh Gott. Nein, ich verliere mehr Leben, als ich dazu bekomme. Naja, Redaktion ist auch... Redaktion. Die... Ja. Wie heißen die Leute, die an der Theke sind? Beziehungsweise die Leute... Ach, egal. Die sind auf jeden Fall auch nie da. Ich glaube, das macht auch gar keiner. Könnte eigentlich auch mal ein neuer kommen. Hier wohnt Herr LP. Das ist sowieso das geilste Haus von allen, finde ich, bisher. Das von dem Herr LP. Herrn GLP, von dem ganz viele... Oh, jetzt hat er seine Uhr hier unten reinge... Okay, cool, cool. Von dem ganz viele Pferde geklaut worden sind. Ich glaube, nur noch eins ist da, genau. Das Weiße, das war dann irgendwo da hinten. Hat Wesley gefunden gehabt. Und seine anderen wurden irgendwie freigelassen oder getötet oder... entführt. Eins von den Sachen. Aber das weiße Pferd stand halt irgendwo da hinten, von daher glaube ich, die sind einfach nur freigelassen worden und die galoppieren jetzt hier irgendwo rum. Ist auf jeden Fall komisch. Weiß auch keiner so richtig. Er hat auch so eine... Oh Mann, ich will auch so einen Teil haben. Hey. Egal. Weiß auch keiner so richtig, wer die Pferde geklaut hat, ob das jetzt zum Roleplay gehört oder nicht. Wenn es zum Roleplay gehört, dann hat er sich auf jeden Fall nicht gemeldet, der Typ, und das wäre ein bisschen... Asisch, vielleicht traut er sich jetzt auch nicht mehr zu sagen, dass er es war. Guck mal, hier ist Frau Histories. Ganz nett. Die hat mir auch schon mal geholfen. Die hat mir auf jeden Fall schon mal irgendwas gegeben. Und sie hat Super Bacon. Hat sie das hier irgendwo hingepackt, das Super Bacon? Ich glaube nicht, aber sie hat ein Messer. Oh, oh. Frau Tours Histories hat ein Messer da hinten. Ein Beil. Dann gehen wir wahrscheinlich wieder raus. Ich schaue nur noch mal kurz nach oben, wenn das okay ist, Frau Histories. Gibt es denn hier irgendwas? Okay, hier könnte man doch normale Stühle hinstellen, aber es ist okay soweit. Ist auf jeden Fall auch recht hübsch. Hi. Ich gehe da mal wieder. Tschüss. Die wundert sich jetzt bestimmt auch, was ich gerade gemacht habe. Egal, hier haben wir dann das Sheriff-Haus von Herrn Takaishi mit den Schließfächern, wo ich immer noch kein Schließfach habe. Müsste ich mir vielleicht mal eins beantragen, das wäre auf jeden Fall ganz schön. Für meine ganzen Diamanten, ich habe nämlich einen... Und für einen Diamanten lohnt sich das bestimmt. So, hier hinten in der Stadt bin ich eigentlich nie, weil mein Haus ist halt da ganz hinten. Ach genau, hier lebte Mark. Hier war Mark, hier ist die Gefängniszelle. Oh. Das ist aber nicht Mark. Auf jeden Fall heißt du nicht Mark. Wer bist du? Egal, Mark interessiert eh keinen. Oh, wir haben sogar eine Karte. Die sehe ich gerade auch zum ersten Mal. Ich glaube, da ist meine Schmiede aber gar nicht drauf, oder? Wie weit geht denn das? Oder doch?
Doch das da. Das ist meine Schmiede, oder? Stall? Ist das der Stall? Nee, meine Schmiede müsste irgendwo. Das da ist meine Schmiede, wenn dann. Aber ich glaube, meine Schmiede ist noch weiter hier hinten, also hier irgendwo. Naja, egal. Aber dass wir eine Karte haben, wusste ich auch noch nicht. Ist interessant. Und dann kommen wir zum letzten Haus von dem Herrn Selfie. Den Detektiv. Selbstgespräch. Herrn Selbstgespräch. Und ja, der hat halt auch noch nicht so viel. Also der, ja, ist halt Detektiv. Der braucht nicht viel. Der ist sowieso immer unterwegs. Und von daher, sein Haus muss nicht mehr so schön sein. Aber man kann sich hier nicht hinsetzen. Aber man könnte theoretisch sich da hinsetzen. So. Stadt gezeigt. Eigentlich wollte ich noch mehr machen in dieser Folge, aber das hat jetzt länger gedauert als gedacht. Wenn ich. Oh, guck mal, hier steht was Neues dran, wenn ich ehrlich bin. Pferdedieb gesucht. Am 2. Juni 1885 verschwanden diverse Pferde aus der Stadt. Darunter Pferde von Wesley, GLP und Superzocki. Bei Hinweisen bezüglich eines Diebes wenden Sie sich bitte an mich. Hochachtungsvoll, Superzocki. Hinweise gerne in meinen Briefkasten. So. Ich habe bei Delay schon gesehen, dass er mich jetzt vielleicht da. Ja, dass er einen Hinweis abgeben möchte, dass ich die vielleicht gestohlen habe, weil ich ja mit D, mit meinem super coolen D-Pferd, einfach weggelaufen bin, während er mich gesehen hat. Aber wie gesagt, das ist mein Pferd. So, was steht hier sonst noch? Ich glaube, hier steht nur noch, dass die beiden, genau, Bijon und S. Jeff, die Banditen gesucht werden. Und man kriegt 100 Gold dafür. Oh. Die Sache ist, dass Holly nie auf diesem Server ist. Ah, aber vielleicht sollte ich. Ach, warte, da hinten ist noch ein Haus, das kann ich auch gleich noch zeigen. Holly sollte ich dann vielleicht mal fangen. Das wäre auf jeden Fall ganz cool. So, dann haben wir hier doch unsere schöne Farm. Die wurde von dem Schlübby ein bisschen aufgebessert. Sollte hier auch eigentlich irgendwo dran stehen oder auch nicht? Doch, da. Farmpflege bei Schlübby. Aber ich darf ja auch Farmpflege betreiben. Sind die fertig? Oh, ich erkenne das nicht mit diesem Shader, ob die jetzt fertig sind oder nicht. Ich hab Hunger. Egal. Ist ja aber hier. Der muss ich gleich machen. Ist ja auch nicht weiter tragisch. Was ich blöd finde, er farmt halt immer alles ab, packt das dann in diese Kisten rein. Aber ihr seht schon, die sind mit einem magischen Zauber bedeckt. Von daher komme ich da nicht ran. Der Schlübby ist wahrscheinlich irgendein Schamane oder was, deswegen kann man nicht an seine Truhen ran. Und sonst haben wir hier doch von den guten Isen. Ich weiß nicht, ob das Haus. Das Haus. Das hat Isen ganz alleine mit Two Sisters aufgebaut. Okay, die Tür ist merkwürdig, egal. Und ich hatte ihnen einen Kuchen hier gelassen. Jetzt ist das allerdings ein kandierter Apfel oder was soll das sein? Oder? Ja, sieht aus wie ein Apfel. Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Das heißt, er hat meinen Kuchen aufgegessen. Oh nein. Ah, das gehört alles so ein bisschen komisch. Weil es halt Isen und Holly sind. Okay, ja klar. So, hier Bohnen. Ja, Bohnen sind auch immer lecker. Alles so ein bisschen komisch aufgebaut. Gefällt mir. Da freue ich mich auf jeden Fall auf die nächste Folge von denen. Und sonst. Das ist ja sau bescheuert. Naja, okay. Wer hier sich hinpflanzen möchte, weiß ich nicht. Das könnte Schlübby sein. Schlübby hat nämlich. Wollte erstmal irgendwie hier vorne bauen. Da soll allerdings das Rathaus hin. Wer das aufbaut, weiß ich allerdings auch noch nicht. Und dann wollte er sich hier hinbauen. Aber das war wohl auch irgendwie im Sichtfeld, dass man da nicht bauen darf. Deswegen baut er sich jetzt vielleicht hier hin. Das kann gut sein, dass das hier Schlübby ist. Und von daher würde ich ja sagen, das war bisher die Stadt. Das könnte ich mal die nächsten Tage auch noch machen. Ich habe vor allem noch Sachen vergessen. Und dann würde ich erstmal sagen, mit dem misstrauischen Blick von der Two Sisters beende ich dann diese Folge. Bedanke mich auf jeden Fall erstmal recht herzlich fürs Zuschauen, liebe Leute. Hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ihr könnt mir auch gerne Vorschläge machen, was ich in den anderen Folgen machen soll. Und dann bis zum nächsten Mal. Oh Gott, sie hat ein Jadir-Schwert. Bis zum nächsten Mal und tschüss.